So, guten Morgen Leute. Ich hocke wieder auf meinem Balkon, gerade aufgestanden. Gönn mir jetzt einen vietnamesischen Kaffee. Und ich wollte euch noch mal ein bisschen genauer den Döner hier zeigen, Leute. Hab mir letztes Mal meine Schwiegermutter mitgebracht vom Markt. Meine Frau war heute Morgen schon auf dem Markt, jetzt wieder, hat mir wieder so einen Döner mitgebracht oder so Kebab-Zeug. Und eigentlich wollte ich da mal besser reinzeigen, aber das ist schwer zu zeigen, wirklich leider. Da drin ist auf jeden Fall auch Fleisch und Soße und so Krautzeug, Gurke und ja, lecker Salat. Vielleicht sieht man es hier besser. Ah, hier kann man das Fleisch ein bisschen erkennen. Auch das ist so Rindfleisch auf jeden Fall. Und halt Kraut und so scharfe Soße. Also ziemlich lecker, bin ich ehrlich. Schmeckt ehrlich relativ nah, kommt es ran an den Döner in Deutschland, würde ich sagen. Leute, es kommt relativ nah ran, aber halt viel kleiner an sich. Und Leute, wie gesagt, hier meine View wieder. Ich weiß, ich zeige euch ziemlich oft diese View, aber ich liebe das einfach, ne? Und ich esse dann mittags und abends mit der Familie zusammen dann eigentlich immer. Morgens essen alle so alleine, weil die Kinder morgen auch schon zur Arbeit gehen, wo ich noch schlafe und meine Frau noch schlafen. Junge, das Gruppe. Und deswegen frühstücken natürlich auch auf dem Balkon hier einfach, wenn die Familie schon irgendwo anders unterwegs ist. Jo, guten. Meine Frau hat mir übrigens noch vom Markt so einen, ja, so Reiskuchen mitgebracht. Das ist einfach so Reis gepufft mit Zucker. Also eigentlich wie Puffreis so ein bisschen, aber schmeckt ganz anders. Ich kann es nicht erklären, aber schmeckt ziemlich süß. Das habe ich letztes Jahr schon gegessen. Oder vor 2 Jahren hatte ich in Vietnam, 2020. Und es schmeckt richtig lecker. Ich liebe das Zeug. Also süßer, gepuffter Reis. Sehr, sehr lecker. Eine Mischung aus Puffreis und Popcorn vielleicht, würde ich sagen. Sehr nice. So Leute, wir sind jetzt gerade so einen kleinen Tempel gefahren. Da werden wir jetzt den Toten gedenken. Und ich bin jetzt gerade wieder mit dem Motorroller gefahren. Ich dachte, ich mache ganz kurz ein Video für euch. Leider vom Motorroller oder vom Motorradfahren konnte ich halt leider kein Video machen, weil ich traue, ich bin viel zu groß für die Dinger eigentlich. Aber ich wollte euch kurz diesen Eindruck mit dem Helm trotzdem mitgeben. So Leute, wir sind hier bei Verwandten von meiner Frau und da haben wir, wie gesagt, auch gerade, ich dachte, es wäre so ein Tempel, wo wir hinfahren. Die haben aber so einen kleinen Schrein aufgebaut und da haben wir quasi gerade für die verstorbenen Eltern und Großeltern gebetet. Deswegen filme ich jetzt hier nicht drin, sondern nur den Garten, aber ich will es dann hier drinnen filmen. Aber hier ist übrigens nochmal, mit dem Motorrad bin ich gerade hierher gefahren. Also das ist mein Helm und das ist von meinem Schwiegervater und den hatte ich auf und ich saß hinten natürlich, bin nicht gefahren sehr, aber ich kann ihn ja nicht fahren, aber das hat so, das schwer so nach hinten ab mich drauf sitzt, das ist krass. Und ich wollte nochmal einfach den Garten zeigen und euch nochmal klarstellen. Ich habe ja gerade in einem vorletzten Clip, habe ich gerade gesagt, dass ich allein Frühstück morgens immer, weil die Kinder da schon zur Arbeit müssen und deswegen die Familie eh nicht da ist, aber ich meine natürlich, dass die Kinder in die Schule müssen, nicht zur Arbeit. Ne? Ich habe es nochmal danach gesehen im Video, die Kinder müssen zur Schule und nicht zur Arbeit. Nicht, dass ihr mich da falsch versteht. Das kommt in dem Kontext in Vietnam natürlich ganz witzig. Okay Leute, der Garten nochmal. Das wollte ich nur mal sagen. Und ich wollte euch halt nochmal das Motorrad, wie gesagt, zeigen. Das ist jedes Mal ein Abenteuer, wenn ich da hinten drauf sitze. Jedes Mal aufs Neue. So Leute, jetzt gibt es hier nochmal einen vietnamesischen Tee zusammen trinken hier bei der Familie. So Leute, wir bestellen jetzt hier am Kiosk uns ein 7-Up auf Vietnamesisch. Ey moi! Ja! Ey moi! Ja! Am Bon Ong 7-Up! Okay. 20.000 Dong, das ist wie ungefähr 80 Cent in Vietnam. Ah, come on, em! Ich glaube, ich bekomme da jetzt noch 3.000 zurück, weil ich glaube, das kostet 17.000. Also irgendwie wie 70 Cent. Das heißt, ich komme mal 10 Cent zurück oder so. Come on. Bye, bye. So ihr Lieben, wir werden jetzt gleich nochmal losziehen und werden uns doch mal ein bisschen was im Dorf anschauen. Und ich habe meiner Frau gesagt, dass ich unbedingt hinten zu dieser Kirche hier gehen will, weil da waren wir vor 2,5 Jahren. Die war damals im Bau und jetzt ist die nämlich anscheinend fertig. Und die war damals außen schon relativ fertig, wobei die jetzt schon viel besser aussieht nochmal. Und innen war die gar nicht fertig, deswegen will ich da mal kurz mit meiner Frau hin. Und ich werde euch auf jeden Fall mitnehmen nochmal, Leute, also nochmal ein paar Impressionen mitbringen. Und vielleicht gehen wir sogar noch, mal gucken, ob wir es halt nicht schaffen. Zeige ich euch von hier wieder rum, wenn ich hier wieder rausgehe. Vielleicht zeige ich euch sogar noch
hier hinten, ne, hinter diesen Häusern war so ein Neubaugebiet vor 200 Jahren. Da war alles, da waren ganz viele Grundstücke schon mit Straße gebaut, aber kein einziges Haus stand. Ich will gucken, ob da Häuser stehen inzwischen. Mal schauen. So Leute, die haben hier sogar so einen kleinen, nicht Park, aber so, ich zeige euch am besten, laufe mit euch zusammen durch, ich kann das gleich erklären, so eine Brücke, die in so ein, ja, wie soll man das nennen, das ist kein Park, das ist einfach so, so schön gemacht, diese Brücke ist aber extrem steil, Alter, die Brücke ist wirklich extrem steil, ich zeige es euch gleich mal von der anderen Seite, ich werde hier selbst wegrutschen. So, und hier ist jetzt so ein kleiner Bereich mit so einer Mutter, Mutter Maria Figur und Jesus, denke ich mal, dann hier solchen Schäfchens und hier so einen kleinen Bach. Mit hinter uns zwei so Antilopenteilen. Aber wirklich schön hier. Hier sind auch noch mal so kleine Stufen, wo man dann laufen kann. Jo, und die Brücke nochmal für euch, Leute. Das erkennt ihr nicht. Die sieht nicht steil aus. Sie sieht von der Juni nicht steil aus. Die ist übel steil. Hier seht ihr das. Die Brücke ist richtig steil. Das sieht immer noch nicht so aus. Das kommt hier auf der Kamera nicht so rüber, wie es wirklich ist. Aber ich laufe jetzt auf jeden Fall wieder hoch zurück. Und vielleicht können wir in die Kirche noch mit reingucken. Aber das zeige ich euch im nächsten Shot dann. Bis gleich. Oh mein Gott. Also leider hat die Kirche wie vermutet geschlossen. Ich glaube, die machen ihre Kirche hier nur sonntags wahrscheinlich auf oder halt vielleicht morgen zum Gottesdienst oder sowas. In Deutschland haben die ja meistens immer geöffnet, die meisten Kirchen. Aber leider ist sie geschlossen, aber nochmal der Außenanblick, wenn ich nach oben filme. Und die haben hier nebendran direkt, die wissen, was gut ist, haben die wieder ein Volleyballfeld. Ne? Die spielen anscheinend extrem gerne Volleyball, die Leute hier. Hier stehen übrigens noch so ein paar Figuren, die haben hier viel mehr so Figurenzeugs dann. Oh mein Gott, eine Tür ist offen, ich nehme alles zurück, wir gucken in die Kirche rein, bis gleich. Ich habe jetzt euch mal einen ganz kurzen Einblick gefilmt, weil ich bin hier über so einen Seiteneingang jetzt reingekommen. Also der ist hier so ein ganz kleiner Eingang, den ich gerade gesehen habe im Video. Und deswegen wollte ich da nur kurz mal erst einmal filmen und reinschauen. Sieht wirklich sehr schön aus, muss ich sagen. Aber ich weiß auch nicht, da ist gerade gar niemand drin und der Vordereingang war nicht offen. Deswegen wollte ich nicht zu lange da drin jetzt stören und irgendwie Videos machen oder so. Aber so ein kurzer Einblick war auf jeden Fall drin. Was man echt sagen muss, hier in Vietnam ist es wirklich oft so, du läufst an irgendeinem Hauseingang vorbei und auf einmal kommen da ein paar Hunde rausgerannt und bellen und knurren dich an, laufen da meistens wieder zurück, sobald du am Haus vorbei bist, die beschützen irgendwie den Hauseingang. Das gerade war noch recht kleiner, manchmal kommen da auch ein bisschen größere Hunde raus und das ist dann schon doch durchaus erschreckend, muss man sagen. Okay Leute, hier ist der Bereich, wo ich gemeint habe, wo schon die Straßen hier gebaut sind und ganz viele freie Grundstücke aber noch sind quasi. Ups, da ist eine Fliege gewesen, ich muss die wegschlagen kurz. Und inzwischen, das stand alles schon, inzwischen wurde dieses Haus einfach mal in den 2 Jahren zusammengezimmert. Das zeige ich euch gleich von hier noch. Und dann hier diese Häuser, also ein paar Häuser wurden inzwischen hier anscheinend gebaut. Hier ist es so schön. Wir gehen nach ganz hinten, dann zeige ich euch die Natur hier nochmal. Da waren immer Reisfelder, da sind bestimmt immer noch Reisfelder zu sehen und dieser Berg im Hintergrund. Hier ist dieses Haus nochmal. Also die wurden gebaut und ansonsten ist aber noch viel Grund frei. Also kann ich hier einfach hinziehen jetzt. Chillig. Leute, das ist der View. Das ist einfach, wenn man ein bisschen weiter rausläuft aus dem Dorf, hast du diesen Ausblick. Dann hier vorne mit, ich weiß nicht, ob das Reisfeld oder einfach nur nass ist. Aber das ist einfach schön. Und deswegen wollte ich auch nochmal hinkommen. Ich wollte sehen, wie die Häuser sich weitergebaut haben. Und ich wollte nochmal hier einfach diesen riesigen Berg da hinten sehen. Und diese tropischen Bäume hier vorne auch. Und diese nassen Felder halt. Sehr, sehr schön. Da hinten geht es noch weiter. Sehr nice.
So Leute, wir haben jetzt noch ein ganz kleines Café gefunden hier im Dorf von meiner Frau. Und das Zeug ist richtig lecker aus. Da kostet so ein Ding, kostet so irgendwie 80 Cent oder sowas, so ein Kaffee und so ein grüner Tee und sowas. Und die Dinger und so gibt es kostenlos dazu mit so Tee und sowas. Sehr nice. Auch witzig, meine Frau kannte die wieder. Also die war irgendwie eine Bekannte von meiner Schwiegermutter. Irgendwie kennen sich hier alle. Aber sieht lecker aus, ich bin gespannt. Okay Leute, in dem Café hier hinter mir, das war wirklich lecker und war sehr schön da, muss ich sagen. Also ich kann euch empfehlen, falls ihr mal zufälligerweise im Dorf in Vietnam ihr seid, geht auf jeden Fall hier einen Kaffee trinken. War sehr nice. So Leute, und hier ist das offizielle Fußballfeld vom Club hier. Vom Rathaus direkt. Das zeige ich euch auch gleich, das Rathaus. Und ich finde es witzig, dass hier einfach die Kühe bzw. die Büffel einfach drauf chillen. Sehr nice. So Leute, und das ist der letzte Shot heute vom Rathaus. Sieht auch sehr schön aus. Und ich dachte gerade wirklich, Leute, dass hier vorne, dass hier einfach jemand sitzt, als ich vorbeigelaufen bin. Aber das war nur der Helm hier. Aber es ist auf jeden Fall sehr schön, das Rathaus, muss ich sagen. Also einfach nochmal als Shot vielleicht. Und damit beende ich das heutige Video quasi. Ich mache momentan wirklich jeden Tag mache ich momentan Videos. Ganz komisch. Aber das wird auf jeden Fall auch weniger werden. Ich zeige ja das meiste. Also das Dorf habt ihr jetzt eigentlich komplett gesehen in den Videos. Die relevanten Sachen zumindest, wo für mich es relevant sind. Und damit wünsche ich euch noch einen wunderschönen Abend. Wir haben jetzt auch schon, glaube ich, Richtung 18 Uhr bald. Leute, ich saß gerade da unten und das ist so Frauenvolleyball, die sind richtig gut, das ist krass. Ich dachte gar nicht, dass sie so gut spielen können. Ich habe das noch nie gespielt, Volleyball, glaube ich, oder als Kind mal. Ich bin richtig weit allerdings. Und die wollten nun, dass ich mitspiele. Und ich hätte voll verkackt. Also ich bin jetzt wieder gegangen, habe zugeschaut und die haben sich voll gefreut. Und als ich mitspiele, habe ich gesagt, so, hey, ich kann das nicht spielen. Ich habe das noch nie gezockt in meinem Leben, Volleyball, als Kind das letzte Mal. Und die sind voll gut einfach. Ich dachte, die spielen das so hobbymäßig, aber es fühlt sich an, als ob die, so ein, als ob die einfach vietnamesische Nationalmannschaft sind wahrscheinlich. Naja, ich gehe jetzt schlafen. Gute Nacht. Guten Morgen, meine Lieben. Wir haben jetzt den nächsten Tag und ich bin aufgestanden, habe schon gefrühstückt. Ich habe diesmal mal keine Aufnahme vom Frühstück gemacht, weil Familie zu Besuch war noch. Deswegen habe ich einfach da gefrühstückt und kein Video gemacht. Wir fahren jetzt noch zur Schwester von meiner Frau. Das ist im Dorf nebenan quasi. Fahren wir, glaube ich, 20 Minuten oder so mal schauen. Oder 15 Minuten, ich weiß es gar nicht. Da waren wir auch vor 2 Jahren schon mal. Und vielleicht werde ich da auch ein paar Aufnahmen machen, mal schauen vom Dorf und vielleicht auch von dem Haus. Mal gucken, wie die da zu stehen. Wenn ich da Aufnahmen mache einfach. Ich frage mal nach. Ich kenne die ja. Aber auf jeden Fall, Leute, ich wünsche euch viel Spaß und wir sehen uns im nächsten Shot gleich wieder. So Leute, es gibt hier jetzt noch bei der Schwester von meiner Frau lecker essen. Hier gibt es wirklich eine riesige Auswahl. Die Hälfte davon kann ich nicht essen. Ich werde nur Frühlingsrollen essen mit ein bisschen Gemüse und Reis. So Leute, wir laufen jetzt noch ein bisschen im Dorf rum. Also im anderen Dorf von meiner Frau, von der Schwester. Und ich habe hier gerade ein paar Freunde getroffen. Und zwar sind hier einfach ein paar Ziegen am Chillen. Ich dachte erst, es wären wieder Hunde. Ich habe schon einen Schock bekommen, bis ich gesehen habe, dass das einfach ein paar Zieglein sind, die über die Straße laufen. Sehr, sehr süß. Die gönnen sich. Da hinten ist so ein riesiger Wasserbereich, wo die, glaube ich, dann so mit Netzen fischen rausholen. Obwohl das halt nicht so ein richtiger Fluss ist. Das sieht so künstlich angelegt aus irgendwie. Ich weiß nicht. Und hier fahren dann auch solche Sachen rum. Ich habe jetzt übrigens mal kein Video gemacht vom Haus von dem... Oh, da hinten ist ein Hund. Scheiße. Da hinten ist wieder ein Hund. Okay, Leute, ich habe jetzt kein Video gemacht auf jeden Fall. Der Hund geht aber schon wieder weg. Ich habe kein Video gemacht vom Haus von der Schwester von meiner Frau, weil irgendwie war da ganz viel los. Wir waren irgendwie so 15 Leute, die da waren mit 5 Kindern. Da war keine Zeit dafür. Da war nur Action. Aber da dachte ich mir, ich filme euch das zumindest. Meine Frau hat gerade gesagt, ich soll ein Video machen, weil das die typischen vietnamesischen Häuser hier sind. Wie eine Villa von Deutschland, hat sie gesagt. So Leute, es gibt noch lecker Kaffee, wird sich jetzt noch gegönnt. Bei diesem wunderschönen Lim Tea Kaffee Billardhaus, Leute. Und den gönnen wir uns jetzt gleich mit der Familie zusammen. So Leute, heute war es mal nur ein kurzes Video. Es war, glaube ich, nicht so lang. Aber wir waren auf jeden Fall heute schön Kaffee trinken und haben die Schwester besucht, wie gesagt. Und wir werden jetzt den Abend noch ein bisschen ausklingen lassen. Und ich wünsche euch einen schönen Abend und wir sehen uns wieder im nächsten Video. Bis dahin. Tschüssi.